Reactor online. Sensors online. Weapons online. All systems. So, liebe Leute, Tachles und moin moin, herzlich willkommen bei Sex Games and Rock'n'Roll. Heute mal seit langer Zeit, zumindest seit gefühlt langer Zeit, nicht im Blackjack, in so einem kleinen Ding, sondern im Highlander 733C, um mal wieder ein bisschen Abwechslung in die Bude zu kriegen, nicht wahr? Ein bisschen Blackjack wird natürlich noch immer wieder folgen, aber es wird immer wieder Zeit für was anderes. Ich glaube, diesen Bild habe ich auch schon mal präsentiert, ich werde ihn aber trotzdem nochmal erklären. Ich habe 15 Double Heatsinks, eine XL-Engine, 3 Jump Jets, volle Panzerung, ein Case für Munition, bla 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 bla. Und 2 Ultra AC-5er, 3 Streak Short Range Missiles und 2 Large Laser. Was da heißt, dieser Mech ist so eine kranke genetische Mischung aus Brawler, Short, Mid, Long Range Bewaffnungs-Mech. Das hört sich alles wirklich sehr seltsam an, aber das beschreibt es irgendwie so. Ein verficktes Allround-Talent, anders kann man es nicht sagen. Denn durch die Ultra AC-5er sowie auch den Large Laser ist er ja für die langen Reichweiten und die mittlere Reichweite, wenn man passend zielt, auch für die kurze Reichweite wunderbar ausgestattet. Und wenn was noch viel näher rankommt oder viel nahezu nah, dann gibt es noch die Streak Short Range Missiles, was ja besonders gegen nervige kleine Lightmax eine wunderbare Gegenmaßnahme ist. Das sollte jeder von euch, glaube ich, inzwischen wissen. Und was gibt es dabei zu beachten? Es sind halt unterschiedliche Waffensysteme, wo es dann schon wieder ein bisschen schwieriger ist, das Ganze zusammenzutragen. Aber man sollte natürlich schon gucken, dass man nicht der Einzige ist, der an die Front rennt. Und einmal so viel die Zoom-Taste gedruckt. Und immer bedenken, dass eure Ultra AC-5er jammen können. Was dann heißt, die machen in der Zeit keinen Schaden. Ihr seht hier ja immer wieder blinken, Weapon jammt und sowas und dann feuern die Ultra AC-5er halt auch nicht. Was in der Zeit dann halt keinen Schaden bedeutet. Ergo, ihr müsst schon immer so ein bisschen gucken, dass ihr euren Gegner entweder überrumpeln könnt. Hui! Oder aber, dass ihr so euer Team so ein bisschen im Nacken habt, sodass ihr immer jemanden habt, wohin ihr euch zurückziehen könnt, dass ihr in Deckung rennen könnt oder sowas, oder dass ihr halt, wie gesagt, euren Gegner überrumpelt und einfach fett auf ihn zuprescht und ihn in den Boden stampft. Das war aber so jetzt mal wieder das wichtigste, nervigste Blabla zu den Grundlagen zu diesem Mech. Avicron, wo ist Avicron? Der braucht Herb. Da hinten, latschen wir doch mal rüber. Und da ich die Basics jetzt hinter mir gelassen habe, kommt einfach nur ein bisschen dummes Gameplay daher und ich werde mal fröhlich von mir herzocken, weil ich jetzt einfach kaum mehr was erklären muss. Das macht das Ganze für mich wirklich wesentlich angenehmer. Und ich hoffe auch, dass mein Gameplay dadurch dann insgesamt ein bisschen dezent besser wird oder so. Whatever. Street Missiles. Bam, Ultra AC-5er. Oh, und jammed. Ja. Ladschneider rettet. Ihr seht auch schon, die Hitzeeffizienz ist wirklich wunderbar, lässt sich so sehr gut spielen. Man muss natürlich immer wieder ein bisschen mal abwarten zwischendurch zum Runterfahren. Besonders wenn man noch die Streak Missiles mit reinlädt oder die Ultra AC-5er nicht jammen und man perverses Dauerfeuer fahren kann. Aber hat man das Ganze ein bisschen im Auge, dann läuft das. Der ist jetzt nicht so mega Hitzeeffizienz. Wow, süchtig oder sowas. Alter, das kann man ein bisschen überraschen. Wo ist er hin? Wow! Jetzt bin ich genau auf seinem Dach oder was? Dann schnell weg, ich krieg hier auch noch vermutlich mal Feuer von meinem Team ab. Das möchte ich natürlich nicht so unbedingt. Der Kleine ist aber auch wirklich sehr wendig. Der Kollege hier, der spielt echt gut. Alter, ich bin die ganze Zeit auf seinem Dach, habe ich das Gefühl. Stehen wir Teamkollege im Weg oder was? Verdammt, hier wieder ein bisschen drauf losstürmen. Das war jetzt leider nicht meiner, aber ich glaube, der Schaden war ganz akzeptabel, den ich dazu beigetragen habe. Da ist es. Jetzt habe ich leider natürlich kein Bub drin, kein Beagle Active Pro, um den ECM zu countern, aber es hat scheinbar irgendjemand anders. So macht es zumindest. Oh, schade. Kurz hatte ich den Eindruck. Ihr seht schon, das ist ein Bild, der wirklich wunderbar ist. Zumal rechnen die meisten damit, dass ein Highlander entweder als Sniper gefahren wird
also ordentlich Melee-Futter ist, weil die meisten Stalker-Sniper, die ich so kennenlerne, damit echt nicht umgehen können, wenn jemand auf den Nahkampf rangeht. Oder aber, dass es ein Long-Range-Missile-Boat ist, was viele Leute ja dann auch gerne als Shooter ansehen. Ich ignoriere jetzt den hinter mir, ich weiß, dass da einer ist, aber ich will jetzt diesen Drecks-Cicada-Platt haben. Wohl sind ja noch viel mehr aus dem gegnerischen Team online, als ich dachte, Alter. Verdammt, ey, dann drehe ich doch erstmal noch wieder um. Und jumpe hier hoch. Da komm mal hinterher, du kleiner Stalker. So. Na, das scheinbar auch halbwegs geschafft. Das ist ein Hunchback, schlecht gezielt. Aber direkt Komponenten zerstört. Mann, was ein Glückstreffer, Alter. Leute, dann nehmt euch ein Beispiel an mir. Also was das Lacken angeht, da bin ich echt großartig. Boah, da ist der Stalker, Alter. Ultra AC5er leer geschossen. Das hatte ich auch schon gefühlt ewig nicht mehr, ey. Alter Schwede. Wirklich viel rausgeholzt. Ich hoffe, dass ich auch viel getroffen habe, weil es ansonsten insgesamt ein bisschen traurig wäre um die verschwendete Munition und das schlechte Gameplay. Aber jetzt werden wir mal sehen, wie viel Schaden dieser Bild so gefahren hat in dieser relativ chaotischen Runde. Ich muss mich langsam wieder mehr konzentrieren, wenn ich zocke und quatsche gleichzeitig. Ansonsten sage ich jetzt schon mal, ja, 2 Kills, 4 Assists, der Schaden kann sich sehen lassen, okay, ich bin happy. Wuhu, wup, wup. Für Feedback bin ich dankbar, wenn ihr einen Daumen runter gebt, Leute. Lasst mich wissen, wieso. So, wenn ihr irgendwas habt, was verbesserungswürdig ist, eurer Meinung nach und so, ne? Haut es raus, weil ansonsten kann ich mich nicht verbessern und es hagelt einfach nur weiterhin schlechte Videos. Und das möchte ich natürlich vermeiden. Also Leute, ihr wisst, wo ihr hinhauen sollt. Bis bald. Peace out.